Chuka. Irrational Games. Blind Squirrel Games. Unreal Engine. Booker, hast du Angst vor Gott? Nein, aber vor dir. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen, rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Rudern. Tu's doch einfach. Nicht übel. Sonst kommen wir nie an. Nein, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Hier wären wir. So, dann steigen wir mal aus. Liebe Leute, herzlich willkommen zu BioShock Infinity. So. Sollen wir ihm sagen, wann wir wiederkommen? Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Hey, wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Vielleicht ist der drinnen hier. Toll. Lassen Sie mich hier allein und noch die Verfluchten. Gut, Leute. Grund, warum ich dieses Spiel spiele, ist, weil das Spiel eine mega geile Story haben soll. Und deswegen habe ich mir gedacht, versuche ich das Ganze einfach nochmal. Ich werde das Spiel auch nur so lange spielen oder Let's Playen, wie ihr natürlich das Ganze supportet. Also wenn ihr sagt, hey, komm, nee, da habe ich keinen Bock drauf, so. Dann werde ich mir auch keine Mühen hier, werde ich auch keine Mühen reinstecken, um hier das Ganze zu spielen, durchzuspielen, ne? Ist ein bisschen anders wie die ersten zwei Teile, aber dennoch geil, diesmal über den Wolken. Und ich bin gespannt. Die Story soll echt gut sein. Entschuldigung, ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. Noch ist keiner da. Wahrscheinlich irgendein verrückter Professor oder so. Verrückter Prof. Was liegt hier? Silver Eagle nehmen. Ich glaube, das ist die Währung. Hier gibt's Bohnen. Lecker. Bohnen sind immer geil. Bohnen finde ich cool. Schlüssel benutzen. Mann, sind wir hässlich. Viel Glück damit, Kumpel. Gut. Okay, dann gehen wir mal hoch, würde ich sagen. Gehen wir mal hoch, den Glockentürmchen. Hallo? Ist jemand? Wer wohnt hier verflucht? Und wie kann man hier überhaupt wohnen? Ist doch nicht cool, oder? Telefon benutzen, das machen wir gleich. Waschbecken benutzen, erstmal die Hände waschen. Ich habe vorhin gepinkelt und da war noch so Wasser in der Nähe. So. Telefon benutzen. Scheint tot zu sein. Ist also keiner da, alles klar. Alles merkwürdig hier, alles merkwürdig. Die Aussicht, herrlich. Herrlich, herrlich, die Aussicht. Was haben wir hier? Was knarrt hier? Was ist das? Alles voller Raketen oder irgendwie sowas.
wie Raketen, so ein Raketenantrieb da unten drunter. Oh shit. Scheiße. Scheiße. Hab ich gar nicht gesehen, dass der da sitzt. Fuck. Okay, wir fahren. Ja, keine Ahnung. Wir gucken erstmal, ob wir hier noch irgendwas finden. Es geht auf jeden Fall noch weiter hoch. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen den Typen durchsuchen. Ich muss ihn tatsächlich anditschen. Don't disappoint us. Auf jeden Fall ein sauberer Headshot. Ja, okay. Gut, Gott möge ihn begleiten. Okay, was ist das hier? Was soll das sein? Was ist das? Wir sind schon ganz oben. Können jetzt auch nicht mehr runtergucken. Es gibt kein Zurück mehr, Freunde. Es gibt kein Zurück mehr, das war's. Silver Eagle nehmen wir natürlich wieder mit. Geld können wir immer gebrauchen. So, dann gehen wir mal rein in die gute Stube und gucken, was uns da erwartet. Moment, toll. Mal diese Karte. Okay. Ah. Ah. Hat sie was getan, oder? Oh shit. Was in aller Welt? Fuck. Oh Gott. Er fängt das Leuchten an. Ich glaube, die Tür geht auf. Ja, Mann. Okay. Okay. Okidoki. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mich da reinsetzen soll. Aber ob das auch gut ist, wenn wir das tun, ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben ja schon schreckliche Erfahrungen gemacht in Teil 1 und 2 mit diesen Leuchttürmen, ja? Eigentlich sind wir total bekloppt, wenn wir uns da wieder reinsetzen. Ich weiß allerdings auch nicht, ob der Protagonist, den wir hier spielen, der gleiche ist wie im ersten und zweiten Teil. Ich glaube nicht. Okay, doch, es gibt einen Grund, dass wir hier sind. Das ist das Ding. Wir setzen uns rein. So, jetzt. Scheiße! Die Gurte dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Das ist nichts Gutes. Toll. Nein, nicht die Waffe. Achtung. Der Aufstieg beginnt in 5, in 4, 3, 2, 1. Nein. Aufstieg. Scheiße. 5000 Fuß. 10.000 Fuß. 15.000 Fuß. Halleluja. Was? Das war die Statue, die wir in dem Karton mit drin hatten, ja? Die hat gewusst, dass es hierher geht. Aber die Waffe ist weg. Holy shit! Über den Wolken.
Okay. Finde einen Weg in die Stadt. Und der Prophet Shaul führte die Leute zum neuen Eden. Okay, navigieren. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen... Genau, das wäre der Reisepunkt. Jetzt gucken wir uns aber erstmal ganz kurz hier um. Es wäre natürlich geil, wenn wir ein bisschen Licht hätten oder so. Aber ich glaube, Licht ist hier genug. Was haben wir hier? Ein Buch. The Word of the Prophet. Die Wörter des Propheten. Okay, Alter, der Typ ist überall. Die verehren denen total, weil er ihnen diesen schönen Ort geschenkt hat. Und die Musik ist episch, Freunde. So, was ist hier? Geld, nehmen wir natürlich alles mit, plündern. Wir sind hier, um zu stehlen. Wir sind ein Dieb. Mehr können wir nicht machen. Die Blumen würde ich auch gerne noch mitnehmen. Obwohl, nee, die sehen scheiße und eckig aus. Lass ich lieber hier. Was haben wir hier? Voxophon nehmen. Da hat's recht. Ich muss zusehen, wie ich hier rauskomme. Ja, ist ja gut. Lass uns erstmal kurz ein bisschen gucken hier, ey. Das ist alles äußerst spannend hier. Entschuldigung. Hallo. Bin ich hier? Deine Zwangsjacke? Freund oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Hm. Okay. Also gut, Bruder, du bleibst weiter hier. Begrüßt die Neuankömmlinge und ich gehe jetzt erstmal ein Bier saufen, ne? Alles klar, hau rein. So, Treppe runter. Alles voller Wasser. Hier läuft überall das Wasser lang. Rutschig. Glitschig. So wie meine Hände. Und jedes Jahr an diesem Tage erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unserem Propheten Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagung und indem wir eintauchen in die süßen Wasser der Taufe. Und seht, hätte der Prophet unsere Feinde bei Wounded Knee vernichtet und das Sodom unter uns nicht verflucht, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur das Sodom unter uns verflucht, nicht aber die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen, es wäre genug gewesen. So, ich tritt in den Kreis. Mach mal Platz hier, Digga. Aus dem Sodom unter uns, angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn. Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt. Bruder, der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Nein. Oder das oder umkehren und wieder in die Rakete steigen. Ich bring's hinter mich. Komm und werde geläutert. Ja, okay, wir machen's. Hey. Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. Oha, ist das brutal. Ohnmächtig. Wer ist da? Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Gehen Sie weg. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Okay, wir sollen die Kleine zurückbringen und die Schuld tilgen. Was für eine Schuld? Was sind wir hier für ein Bündnis eingegangen? Was haben wir bloß getan? Die Waffe kann ich leider nicht aufnehmen. Okay, wir gehen mal zur Tür. Okay. Irgendwie war die ganze Stadt im Brand. Wir
Dieser Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertränken klar machen. Ja, das wusste ich ja nicht. Was ist das hier? Man kann einen Punkt suchen und rausfinden, wo ich Vogel? Bin. Ein komischer Vogel. Finde die Columbia-Statue. Franklin erhielt einen goldenen Schlüssel. Maul halten. Edens Industrie ist über alle anderen. Okay, wir gucken mal. Unser Prophet füllt die Lungen mit Wasser, auf dass sie die Luft umso mehr lieben. Ist das schön hier, Freunde? Hier will ich bleiben. Hier ist es hübsch. Wie zu Hause. Warum habe ich jetzt Leben verloren? Keine Ahnung warum. Digga, geh mal aus dem Weg. Der du den Delaware überquertest. Vogel kacken ja alles voll. Schwert. Ein Rebell gegen beim Schwert. Und der Rolle. Und den Schlüssel. Amen. Was macht ihr hier verflucht? Und warum hast du so eckige Daumen? So eckige Finger, Digga. Ist auch nicht normal, was du hier treibst. Zufall gibt not normal. Dass eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Not normal. Also gut, ich muss das Mädchen finden. Inspiration und Imagination übersteigen bloße Wissenschaft und öffnen uns die... Das ist ein schönes Bild, oder? Sieht schon geil aus. Vater Franklin, erhöre mich. Das sieht schon schön aus, muss ich wirklich sagen. Okay, warte mal. Hier liegt doch was. Eine Banane, die will ich natürlich mitnehmen. Banane esse ich sehr gerne. Deswegen, die brauche ich unbedingt. Unbedingt. Ohne Banane geht gar nichts. Anstatt einen Kaffee früh ist erstmal eine Banane essen. So, was ist hier los? Die Tür auf. Hallo, wie geht's euch? Ich habe noch nie Austern gegessen. Mr. Rossignol, Sie schlimmer. Finger. Was ist hier los? Hallöchen. Gibt's hier was Interessantes zu plaudern? Was gab's bei dir heute zu essen? Und bei dir? Verdammt lästig, wenn Gebäude nicht rechtzeitig andocken. Gestern musste ich die Gondel nehmen. Dicht an dicht mit lauter Gesindel. Gesindel? Okay, das ist hier wohl. Das sind wohl Leute hier vom oberen Pack. Morgen. Freut mich sehr. Digga, was geht? Hotdog nehme ich mit. Oh, hab ich Bock auf Hotdog. Bock auf Hotti. Ein perfekter Tag für die Feier. Vater Comstock, wo ist das vorhin? Welche Feier verflucht? Was hat er? Gib mal die Zeitung, Bruder. Ich kann die Zeitung nicht nehmen. Scheiße. Diese Statue. Ich finde, sie bringt Vater Comstocks totale Göttlichkeit nicht rüber. Warum nicht? Sieht eher bedrohlich aus. Nicht für eine Liberty Scout. Da zählen keine Würde. Also sind das hier alles so hochnäsige Zicken? Ich sag dir, Soltenstall ist der Richtige. Der ist für Glaube, Familie und Vater. Wo müssen wir denn hin hier? Wir gucken erstmal kurz. Was gibt's denn hier? Warte mal, der Weg. Der Weg führt tatsächlich da lang. Also gucken wir mal kurz, was es hier gibt. Hier kann man... Ah, das ist hier so eine Art, da kann man anreisen, abreisen. Erkennen Sie niemals einen Künstler, mein Lieber. Sie sind einer wie der andere, launisch und unzuverlässig. Aha. Können wir was plündern? Nee. Was haben wir hier? Voxophon. Und der Erzengel offenbarte mir eine Vision. Eine Stadt, leichter als Luft. Ich fragte ihn, warum zeigst du mir das, Erzengel? Ich bin kein starker Mensch. Ich bin kein aufrechter Mensch. Ich bin kein Heiliger. Er aber sprach jene wunderlichen Worte zu mir. Du hast recht, Prophet. Doch wenn einer wie du Gnade erfahren kann, wie kommt es, dass niemand sonst sie in sich findet? Okay. Was geht hier ab? Eine Demo? Eine krasse Demo gegen den Propheten. Okay, wir gucken mal hier. Können wir hier durch, Digga? Hallo? Sorry, Mann. Du musst warten wie alle anderen. Warum verflucht? Ich will jetzt hier rüber. Hast du mich durch? Ah, jetzt geht die Brücke wieder hoch. Schön.
Danke euch, Leute. Ihr seid ja sehr freundlich. Was für eine Verlosung. Was für eine Verlosung? Die Verlosung auf die Insel? Auf die Insel? Er ist stark beim Schwert, aber recht schwach bei Schlüssel und Rolle, wenn er mich fragt. Der dockt schon wieder was Neues an. Hey, ihr standet doch vorhin. Hey, ihr seid doch wieder die gleichen, die vorhin am Anfang da standen. Du bist doch die gleiche, die mir nicht erzählen wollte, was sie gegessen hat. Und du auch nicht. Oh Leute, wie schnell seid ihr hier? Wolkenloser Himmel, milde Temperaturen bei leichtem Wind aus unterschiedlichen Richtungen am Nachmittag. Nehme ich natürlich mit. Kurz und gut, schön. Mit als Kind nehme ich auch mit. Banane. Und nun wieder. Ich habe Alkohol getrunken. Oh, ich habe Alkohol getrunken. Oh, jetzt geht's mir gar nicht gut. Oh, scheiße. Ist wie zu Hause. Draußen an der frischen Luft geht's wieder. Okay, wo müssen wir lang? Also hier müssen wir nicht rein. Hier können wir nochmal gucken. Aber hier brauchen wir eigentlich nichts. Was ist da los? Cool. Live-Acts mitten in der Stadt. Fresse. Was haben wir hier? Essen, Nüsse. Nehmen wir alles mit. Können wir gebrauchen. Ist immer gut. Pass lieber auf, was du sagst, mein Freund. Achso. Finde die Statue, jetzt haben wir sie. Telegramm für Sie. Telegramm für Sie, Sir. Der Woodstop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, Stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 7710, Stop. Tess. Was zum... Ich gehe nach Monument Island und finde das Mädchen. Okay. Episch, ne? Schon geil. Kann ich das mitnehmen hier? Braucht ihr das noch? Seid doch schwer die gleichen Typen hier. Warum sind ihr immer die gleichen? Ich meine, der Ort hier ist schon hübsch, muss man schon ehrlich sagen. Ist ein hübscher Ort. Guten Tag, mein Freund. Hallöchen. Hübscher Ort. Da unten, warte mal, da liegt doch was. Da liegt doch was, habe ich doch von Weitem schon gesehen. Eine Mütze. Nüsse. Nehmen wir mit. Münzen unter Matratze. Unter der Matratze. Okay, das sind wieder sogenannte Erfolge oder irgendwas. Sowas in der Art. Wir müssen hier hoch. Wir müssen unbedingt das Mädchen finden.